Deshalb sind Schimpansen die klügsten Tiere. Schimpansen sind schlaue Tiere. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie 98% der menschlichen DNA teilen. Haben wir also Schimpansengehirne oder ist ihres sehr menschlich? So oder so handelt es sich um eine der intelligentesten Tierarten der Welt. Zur Gattung zählen zwei Arten, die Pan und Bonobo genannt werden. Wir Menschen sind mit beiden verwandt. Experten sagen, dass wir alle drei vor 7 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten und nach der Zeitleiste unseres Planeten ist das noch nicht lange her. Demnach sind Schimpansen verdammt schlau und in diesem Video werden wir zeigen, zu welch unglaublichen Dingen sie fähig sind. Yeah, you wanna go outside, check everything out? Mhm, let's go, boy. Let's go, baby. Schimpansen und Menschen stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Auf den ersten Blick hat der Schimpanse nicht viel mit uns gemeinsam. Er geht nicht wie wir und er spricht nicht wie wir. Allerdings hat sein Gehirn das Potenzial dazu. Offenbar hat sich diese Gattung dazu entschieden, im Dschungel zu bleiben und wie Tiere zu leben. Was ich verständlich finde, denn dort scheint es viel sicherer als in unserer zivilisierten Welt. Im Gegensatz zu ihnen leben wir im Hamsterrad. Schimpansen besitzen eine durchschnittliche Lebensdauer von 50 Jahren und das ganz ohne Ärzte, Pilates oder Nahrungsergänzungsmittel. Sie gehen familiäre Bindungen ein und pflegen lebenslängliche enge Beziehungen, was ich für einige unter uns Menschen nicht sagen kann. 60% der Schimpansen leben in Gefangenschaft, sodass wir Zeuge ihrer Fähigkeiten werden konnten. Die Tatsache, dass sie menschliche DNA besitzen und über entsprechende Persönlichkeitsmerkmale wie die Fähigkeit zu Kommunikation verfügen, lässt sich nicht leugnen. Schimpansen sind Kommunikationsexperten. Schimpansen sind Kommunikationsexperten und können sogar Gebärdensprache lernen. Eine Studie ergab, dass sie eine gemeinsame Form der Gesten haben, die das Schütteln und Schleudern der Hände oder das Streicheln des Mundes eines anderen Tieres umfasst, um anzuzeigen, dass sie ihr Essen mögen. Man fand heraus, dass unsere gemeinsamen Vorfahren ebenfalls solche Gesten verwendeten. Und weißt du was? 90% ihrer Gesten wie Springen, Umarmen und Stampfen beobachtet man auch bei Kleinkindern. Schimpansen verwenden etwa 2000 verschiedene Gesten, und zwar kurze sowie lange, ähnlich wie Menschen kurze Sätze und mehrere Silben für längere Wörter verwenden. Schimpansen und Delfine. Es gibt noch weitere Kommunikationsexperten im Tierreich. Auch der Delfin verfügt über ein hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten. Tatsächlich wurde erwiesen, dass Delfine die intelligentesten Tiere der Welt sind. Dabei sind sie vor allem Experten für Kommunikation. Sie verwenden eine Vielzahl von Geräuschen und nonverbalen Gesten, ähnlich wie auch Menschen miteinander kommunizieren. Delfine verwenden Pfeifen, Klicks und gewisse Töne, die als Burst-Impulse bezeichnet werden. Erstaunlich ist, wie sie ihr Wissen untereinander weitergeben und ihre eigene Art sowie andere Tiere identifizieren, unterscheiden und viel über Verhaltenssteuerung wissen. Delfine sind eine untereinander sehr eng verbundene Spezies und werden immer aufeinander aufpassen. Diese Eigenschaft haben sie mit den Schimpansen gemeinsam. Samu calls continuously to her. As if to say, I'm here, I'm here. Vicky und Kanzi. Zwei bekannte Beispiele für die Kommunikation von Schimpansen waren Vicky und Kanzi. Vicky wuchs in den späten 40er Jahren bei Keith und Catherine Hayes von den Yerkes Laboratories of Primate Biology auf. Vicky lernte schließlich sogar ihren Namen und die Wörter Mama, Papa und Tasse auszusprechen. Der Bonobo Kanzi lernte, mit Lexigrammen und Symbolen zu kommunizieren. Kanzi verstand sogar gesprochenes Englisch und kannte rund 400 Symbole. Er benutzte eine Lexigrammsprache, die Grammatik- und Syntaxregeln befolgte. Außerdem erlernte er die Herstellung von Steinwerkzeugen. Schimpansen passen aufeinander auf. Schimpansen passen aufeinander auf und halten sich gegenseitig den Rücken frei. Eine Studie belegte, dass Schimpansen ein Warnsystem verwenden, welches auf Informationen basiert, die sie von anderen Schimpansen erhalten. Menschen verhalten sich ähnlich.
Bei einer herannahenden Bedrohung rasten wir aus und beginnen zu schreien. Auch ein Schimpanse gibt in einer solchen Situation alarmierende Laute von sich und erhöht Tempo und Intensität der Aktionen, wenn seine Signale nicht erhört werden. Auf diese Weise warnen Schimpansen neben ihrer unmittelbaren Familie auch Verwandte und Freunde. Sie führen Krieg. Hollywood lag richtig, als sie den gruseligen Film Planet der Affen hervorbrachte, in dem Primaten versuchen, die Menschen zu bekämpfen, die im Grunde die Bösen sind. Schimpansen führen tatsächlich Krieg. Im Jahr 1974 erforschte die Wissenschaftlerin Jane Goodall eine Gruppe von Affen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania, die einst vereint waren. Die Schimpansen kämpften um Territorien und eliminierten sich gegenseitig, was bei Tieren unüblich ist. Tiere töten normalerweise nur, wenn sie nach Nahrung jagen oder bedroht werden. Also war dies eine große Offenbarung. Die Schimpansen setzten sogar militärische Taktiken ein und griffen beispielsweise aus dem Hinterhalt an. Die Konflikte waren vergleichbar mit der Kriegsführung von Menschen, in der es um die Eroberung von Territorien geht. Weitere Konflikte, welche die Tiere dazu brachten, einander zu bekämpfen, drehten sich um Nahrung und Partner. Diese spielten sich vor allem unter den männlichen Schimpansen ab. Benutzen Schimpansen Werkzeuge? Schimpansen gehören zu den wenigen Tieren, die Werkzeuge verwenden. Sie benutzen Stöcke, um Termiten aus ihren Hügeln zu holen, Steine, um an den Inhalt einer Nuss zu gelangen und Blätter, um Wasser zu trinken. Eine Studie belegte, dass Schimpansen besonders dann Werkzeuge verwenden, wenn sie regelmäßig reisen. Einige Schimpansen legen auf ihren Reisen Entfernungen von bis zu 10 Kilometer zurück. Je länger der Umzug, desto vielfältiger die Werkzeuge, die sie verwenden. Dieses Muster entsprach weitgehend den menschlichen Vorfahren unserer Jäger und Sammler, die täglich etwa 14 Kilometer zurücklegten und eine Vielzahl von Werkzeugen benutzten, genau wie ihre Affen- und Schimpansen-Cousins. Experten sagen, dass die Reiselust die treibende Kraft hinter der frühen Entwicklung von Werkzeugen beim prähistorischen Menschen gewesen ist. Schimpansen scheinen außerdem einen Sinn für Modeerscheinungen zu besitzen. Einst steckte sich eine sambische Schimpansin namens Julie aus ungeklärten Gründen einen Grashalm ins Ohr. Der Rest ihrer Gruppe folgte diesem Beispiel. Kraken können Dosen öffnen. Wusstest du, dass Kraken die intelligentesten wirbellosen Tiere der Welt sind? Sie können komplexe Aufgaben wie das Öffnen eines Glases ausführen und besitzen ein erstaunliches Lang- und Kurzzeitgedächtnis und können immer neue Fähigkeiten erlernen. Es gibt eine bestimmte Art, die als Mimik-Oktopus oder Taum-Oktopus Mimicus bezeichnet wird und andere Arten nachahmen kann, um sich vor Raubtieren zu schützen. Elefanten haben ein super Gedächtnis. Ein weiteres Tier mit einem großartigen Gedächtnis ist der Elefant. Er besitzt ein fantastisches Erinnerungsvermögen und Experten haben herausgefunden, dass Elefantenhirne genauso viele kortikale Neuronen enthalten wie menschliche Gehirne. Sie haben größere Pyramidenzellen, das heißt spezialisierte Neuronen, die möglicherweise eine Schlüsselrolle bei kognitiven Funktionen spielen als Menschen. Dies deutet darauf hin, dass Elefanten eventuell Lern- und Gedächtnisfähigkeiten besitzen, die unseren überlegen sind. Auch Elefanten sind gesellige Tiere, die durch Hören, Riechen, Sehen und Fühlen kommunizieren. Sie haben sogar eine außergewöhnliche Fähigkeit, Schwingungen zu erkennen, anders als Menschen, es sei denn, einer ihrer Sinne ist geschärft. Elefanten zeigen akustische Kommunikation durch Vibrationen, chemische Kommunikation durch Sekrete, visuelle Kommunikation durch Körperhaltung und Gesten und taktile Kommunikation über ihren Tastsinn. Sie sind extrem stark. Wie Elefanten sind Schimpansen außerordentlich stark und im Verhältnis zu ihrer Größe stärker als andere Tiere. Ich weiß nicht, ob Schimpansen stärker sind als Löwen oder Tiger, aber sie sind viermal stärker als der Mensch. Sie können außerdem mit Geschwindigkeiten von 40 km/h laufen und mit ihren Armen zwischen Bäumen hin und her schwingen. Sie besitzen einen hohen Anteil an schnell zuckenden Muskelfasern, was ihnen anscheinend ihre außergewöhnliche Stärke verleiht. Sehr gesellige Tiere. Schimpansen sind äußerst gesellige Tiere und leben am liebsten in sozialen Gruppen.
Sie verbringen die meiste Zeit in kleinen, temporären Gruppen von nur wenigen Mitgliedern, die als Parteien bekannt sind, schließen sich aber auch einer größeren Gruppe an, die als Gemeinschaft bekannt ist. Innerhalb dieser multimännlichen, multiweiblichen Gemeinschaften kennen sich alle Mitglieder. Sie verteidigen sogar gemeinsam mit einer Gemeinschaft von rund 150 Individuen ein gemeinsames Heimgebiet. Sie folgen einer strengen Hierarchie, in der es ein dominantes Alpha-Männchen als Anführer gibt. Schimpansen haben einen ausgezeichneten Sinn für Hygiene. Es wurde festgestellt, dass die Nester von tansanischen Schimpansen weniger Bakterien und Fäkalien enthalten als menschliche Betten. Was sagt man dazu? Schimpansen bauen jede Nacht neue Nester, um die Ansammlung von Bakterien zu verhindern. Unter insgesamt 41 untersuchten Nestern entdeckten die Forscher nur 4 Parasiten. Auch besitzen diese Tiere einige intelligente Essgewohnheiten. Um ihren Ernährungsgewohnheiten innerhalb der Tierhaltung gerecht zu werden, entwickelte der Berliner Zoo eine intelligente Art der Fütterung, welche ihre kognitive Gesundheit verbessert. Was der Berliner Zoo für Schimpansen getan hat. Der Berliner Zoo installierte stabile Futterboxen mit 2 transparenten Außenwänden. Im Inneren befinden sich löchrige Schubladen, auf der oberen wird automatisch Nahrung bereitgestellt. Um die Leckereien durch die Schubladen nach unten zu manövrieren, müssen die Tiere Werkzeuge benutzen. Die Futterboxen verfügen über einen integrierten Timer, der jedoch nicht anzeigt, wann die nächste Portion ausgegeben wird. Täglich werden 12 Portionen Lebensmittel ausgegeben. Laut Zoo-Experten hilft dieses Konzept, das Gehirn der Tiere zu trainieren und ihre kognitive Gesundheit zu verbessern. Der Prozess wird Verhaltensanreicherung genannt und bietet den Schimpansen neue Reize, die sie herausfordern und motivieren. Sind Schimpansen nicht beeindruckende Tiere? Schreib uns deine Gedanken dazu in die Kommentare, gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal.